Also anmelden. Und wir sind wieder drin. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du einen Artikel erstellen kannst. Hauptseite. Beispielsweise hier jetzt gehe ich mal ins Thema Vulkane. Du siehst, zu Vulkan hat es schon einen Artikel. Auch der ist nicht gerade groß. Du siehst an den blauen Links, dass da schon Artikel dazu bestehen. Die roten Links sind noch Artikel, die erst zu erstellen sind, die zwar als Begriffe, als Links vorhanden sind, aber die Seite dazu existiert noch nicht. Ich zeige dir zuerst mal, wie du einen bestehenden Artikel ändern kannst. Du klickst darauf. Hier haben wir diesen Artikel. Mit einem Klick auf Bearbeiten bist du im Bearbeitungsmodus und kannst jetzt hier noch weitere Themen hinzufügen, weitere Texte hinzufügen oder etwas korrigieren. Zum Beispiel hier diesen Fehler mit erstens, den nehme ich weg und speichere die Seite. Und du siehst, das ist jetzt korrigiert. Also so geringfügige Änderungen sind kein Problem. Gehen wir wieder zurück zu Vulkan. Nehmen wir mal einen Link, der noch nicht besteht, also Stromboli beispielsweise. Du siehst, hier ist es leer. Jetzt kannst du direkt schreiben. Und so weiter und so fort. Ich möchte bewusst jetzt noch nicht auf die Formatierung eingehen und auch nicht, noch nicht zeigen, wie man Bilder einfügt. Das wird dann in der Folge gezeigt werden. Ich speichere die Seite und jetzt ist also auch zu Stromboli schon mal ein Anfang gemacht. Natürlich ein rudimentärer, der mit Bearbeiten jederzeit wieder geändert werden kann. Gehen wir wieder halt über die Hauptseite oder über die Suche. Zum Artikel Vulkan. Du siehst, bei den typischen Beispielen sind mal drei aufgezählt. Mir fehlt jetzt Ätna. Vielleicht hat jemand nicht gewusst, dass das ein Vulkan ist. Ich gebe zur Sicherheit mal Ätna ein. Suchen. Offensichtlich nichts gefunden. Allenfalls zur Sicherheit noch eine andere Schreibweise. Manchmal hilft auch, wenn man nach der Mehrzahl sucht, also statt Kegelvulkan, Kegelvulkane. Aber zu Ätna hat es also definitiv nichts. In diesem Fall klicke ich hier auf Seite verfassen und zu diesem Begriff Ätna, jetzt mit AE, ich weiß nicht, ob das schlau ist, wird jetzt ein Artikel gemacht. Insofern. Doch, ich mache es mal, man kann es nachher immer noch zuordnen, dass auch das große Ä akzeptiert wird als AE. Hier habe ich in Word schon einen Artikel vorgefertigt. Ich kopiere ihn mit Befehl C und füge ihn hier ein, Befehl V. Natürlich fehlt jetzt noch die Formatierung und das möchte ich dir gleich zeigen. Du hast nicht bei Word die gestalterischen Möglichkeiten, weil wir uns ja im Internet befinden, ist das sehr rudimentär. Vieles ist auf den verschiedenen Plattformen nicht so unmittelbar darstellbar. Was man aber machen kann, ist bestimmen, dass das zum Beispiel eine Überschrift ist. Hier diese Überschrift brauchen wir nicht, weil wir die Überschrift kommt ja schon vom Titel her, also lösche ich das alles. Hingegen die Beschreibung, die soll jetzt eben eine Überschrift zweiter Ordnung sein. Das sieht dann so aus. Diese zwei Gleichs bewirken, dass daraus eine Überschrift gemacht wird. Geografie ebenfalls und Geologie ebenfalls. Ich möchte dir noch zeigen, wie du einen Link machen kannst, zum Beispiel nehmen wir Krater.
Zudem machen wir sicher mal noch einen weiteren Artikel. Dann klickst du hier auf dieses unterstrichene interne Link. Du siehst, zwei eckige Klammern werden um dieses Wort gelegt und daraus entsteht ein Link. Um mal zu sehen, wie das ausschaut, klickst du auf Vorschau zeigen. Du wirst gewarnt, dass dieser Artikel dann übrigens noch nicht gespeichert ist. Du siehst nur, wie es jetzt im Moment ausschaut. Du siehst schon recht sauber. Krater wurde automatisch zu einem Link. Er ist rot, weil ja noch gar kein Inhalt dazu besteht. Naja, also wir haben hier schon einen recht sauberen Wikipedia-mäßigen Artikel. Ich möchte dir als letztes noch einen weiteren Trick zeigen. Nehmen wir an, du willst, dass Geografie nicht ganz so ein großer Titel ist wie Beschreibung. Dann legst du je noch ein Gleich auf beiden Seiten dazu. Das heißt, es gibt eine Überschrift oder einen Titel dritter Ordnung, während hier Geologie ein Titel zweiter Ordnung ist. Ich klicke nochmals auf Vorschau und du siehst, der ist jetzt ein bisschen anders dargestellt, ohne diese Linie, die sich durchzieht. Natürlich will ich das jetzt nicht und mache das wieder rückgängig. Du siehst also, auch manuell kann man solche Formatierungen vornehmen, vor allem diejenigen, die eben hier nicht in diesem Menü drin sind. Hier sind nur die aller rudimentärsten. Und es ist natürlich wichtig, dass du damit auch sparsam umgehst, dass das nicht jedes zweite Wort beispielsweise fett ist. Bei den Links, da musst du nicht sparen, weil das wird ja spannend, wenn da interne Verlinkungen stattfinden. Da musst du deinen Text gut durchschauen, ob vielleicht dann wieder ein Wort vorkommt, das eben schon besteht. Zum Beispiel hier Vulkan, aus dem mache ich ebenfalls einen Link. Das zum Schluss. Ich speichere die Seite und schaue sie nun nochmals an. Du siehst, auch Vulkan wurde zu einem Link, diesmal ein blauer, weil ja Vulkan bekanntlich bereits erfasst ist. So, du hast nun schon mal das Wichtigste gesehen. Natürlich müsste der Ätna nun auch noch hier drin vorkommen, also wieder diese Übersichtsseite bearbeiten und bei den Beispielen gebe ich noch den Ätna. Damit er auch in einer Liste erscheint, kopiere ich gleich den oberen Begriff mit Befehl C, Befehl V und schreibe einfach statt Stromboli Ätna, nun mit AE geschrieben. Und speichere die Seite. Und du siehst, unser Ätna ist drin, bereits fertig verlinkt. Ja, so einfach ist die ganze Geschichte. Ich wünsche dir soweit mal beim Verfassen von Artikeln viel Vergnügen.